Also, guten Morgen, Maciek will nicht auf dem Video sein. Guten Morgen, wir sind hier in Bad Kissingen jetzt angekommen. Das ist erster Aufbautag. Es ist irgendein Wochenendtag. Natürlich, die Leute von Prolog sind immer noch hier und sehr fleißig am Arbeiten. Die haben sehr viel vorzubereiten. Die waren so nett und haben uns quasi die Halle schon vorbereitet und sauber gemacht. Wir haben dann noch ein bisschen Staub gesaugt davor und sind eigentlich mit dem LKW hierher gefahren, die erste Lieferung abgeladen. Das heißt, wir haben Teppiche, wir haben die komplette Banner. PVC-Banner haben wir gestern bekommen, die sind für den Außenbereich und wir haben die teilweise die Stoffbanner, ich habe es noch nicht überprüft, für den Innenbereich bekommen. Was wir eigentlich heute machen, ist dann den Teppich zu verlegen, das machen wir jetzt gerade. Der Maciek und ich haben schon damit angefangen und danach werden wir sehen, wie wir die Banner außen, die PVC-Banner befestigen und eventuell, wenn wir genug Zeit und Kraft haben, dann die komplette Banner innen drin. Je nachdem, welche gekommen sind. Bin sehr gespannt. Schaut euch mal die Halle, wie sie jetzt aussieht, im Vergleich zu dann später. Hier komplett leer. Hier müsste ein schwarzer Teppich, Banner, Banner, Zwischenbanner und Endbanner. Da kommen noch hin. Hier haben wir dieses Jahr mal einen anderen Teppich. Das ist nämlich nicht wirklich ein Teppich, sondern ein Rasen, was wir hier haben über die komplette Länge. Und da oben haben wir Befestigungen für die Banner, komplett drumherum. Die Hebebühne wird noch verkleidet. Die Jungs haben die Arme schon abmontiert. Und was Joachim und Pepe sind jetzt nach Geo gefahren, um die ganzen Ständer dann noch zu holen, weil die können wir dann auf dem Teppich schon montieren. Die müssen miteinander verbunden werden und dann haben wir eigentlich ganz schon viel geschafft. Drück uns die Daumen, ich hoffe, alles läuft nach Plan und ja, bis nächstes Mal. Also, wir haben quasi die Teppichrollen quasi ausgelegt. Maciek hatte tatsächlich an einer Stelle recht. Ich wollte einen Längsschnitt machen und er gemeint, wir machen das zur Kante. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sieht richtig gut aus. Die Hebebühne, wie gesagt, werden schon verkleidet. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit, wie es aussieht. Es ist auch deutlich einfacher und deutlich schneller gemacht worden als wie sonst. Sonst haben wir quasi immer unser Boden verklebt und dann genau die Kanten halt übereinander geschnitten, damit es perfekt passt. Und jetzt mit dem Rasen sieht es echt gut aus. Also es gibt noch ein paar Stellen. Hier die Überlappung werden wir eventuell dann noch schneiden und anpassen. Und da an der Kante quasi die Überreste dann auch noch schneiden. Aber sonst sieht es, glaube ich, vernünftig aus. Und wir haben neue Beleuchtung, das ist ziemlich geil. Also 6 Stück hier und 2 in der anderen Halle, das bringt uns auf jeden Fall schon sehr viel. Tja, sieht gut aus. Servus aus dem Gabelstapler in Bad Kissingen. Wir haben angefangen quasi den 15 Meter Banner von uns aufzuhängen und wir haben ein bisschen Höhenangst. Ja. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Wir haben den Peter, der quasi fährt uns hoch im Gabelstapler und Joachim und Pepe halten. Maciek macht super schnelle Löcher. Letztes Jahr haben wir es hier direkt quasi befestigt, aber dieses Jahr, weil wir die komplette Verkleidung haben, haben wir gesagt, wir machen einfach quasi mit Haken den ganzen Banner direkt an der Wand und dann von unten kommen solche längliche Banner, die quasi direkt rankommen. Also wir hoffen, es klappt alles und wir fallen nicht runter. Maciek, wie fühlst du dich? Also,
Wir haben ein kleines Problem nämlich, weil wir haben die Regenrinne und müssen überlegen, was wir quasi drumherum machen. Ich hoffe, wir kommen wegen dem Stein da vorne auch nah genug dran und dass es nicht allzu schlecht aussieht. Also. Jo, passt. Das hier müssen wir gucken, wie wir quasi den Banner so schön drumherum kriegen, weil direkt dahinter geht's nicht. Das ist ein bisschen ein Problem, was ich nicht im Voraus quasi im Kopf hatte. Ich glaube, die Regenrinne wurde abgebaut, deswegen hatte ich das nicht im Kopf. Aber ja. Ich glaube, das muss man drehen. Und das ist quasi eine Schraube mit einem Imbus drinnen, sodass du sie reindrehen kannst. Also, Banner ist ab. Messe ist abgesagt. Nee. Wir haben ein Foto gemacht. Simon, du kannst sehen, das Foto mal hochschalten. Sieht leider ziemlich scheiße aus. Und wir haben entschieden, quasi diesen Abfluss komplett abzubauen, damit wir den Banner da hinten mal montieren können. Also, es wird zwar sehr viel Arbeit sein, aber ja, ich komme dann später auf den Berg, Tim. Tut mir leid. Ja, und so sieht's dann aus. Ja. Müssen wir auch noch alle Haken abbauen, aber ja, was soll's. Wird schon. Also, Aufbau, Banner hängt jetzt endlich mal richtig und es sieht richtig gut aus. Also es war eine gute Idee, das mal umzubauen. Ja, jetzt machen wir weiter. Also, guten Morgen. Es ist eine Woche vor der Messe circa. Heute ist genau Mittwoch. Das heißt, nächste Woche Mittwoch ist Händlertag. Wir haben hier den Ram, unser Zugfahrzeug, und unseren Anhänger quasi dran verbunden. Und wir haben jetzt endlich mal den Rahmen drauf gekriegt. Das habe ich entschieden, dass es nach Bad Kissingen geht. Das seht ihr, das ist mein Bruder. So arbeitet mein Bruder. Ja. Aber ich bin nicht zuständig für die Erziehung. Ne? Das wurde mir nämlich verboten, weil ich halt zu streng bin. Wir haben jetzt den Rahmen quasi dran gebunden. Ich fahre jetzt nach Bad Kissingen. Dror und Joachim sind schon rüber mit dem LKW. Die haben die letzten paar Tage ganz schön viel gemacht und ganz schön viel rübergebracht. Wir müssen aber anfangen, ein bisschen aufzuräumen und gucken, dass alles quasi in seinem Platz ist. Die Jungs hier in der Werkstatt warten wir darauf, dass du endlich losgehst und weiterfahren. Ja, bereiten quasi den Edge-Out noch komplett vor, den darf man nicht sehen. Hilux im Hintergrund und den anderen Hilux. Also, dann lass mal fahren und wir sehen uns später. Peace out. Peace out. Uri, das ist Arbeitsmoral, ne? Ich warte, arbeiten bei Genesis ist einfach. Kommt und arbeitet bei uns. Das ist eine Lüge. Dann fahren wir los. Entschuldigung für meinen Bart und meine Haare. Ja, ich gehe nächste Woche noch zum Friseur. Ihr müsst mich nicht so auf der Messe sehen. Es tut mir leid, ihr müsst mich halt so auf YouTube sehen. Also, bis dann. Peace out. War einfach. Ja, meine Idee. Jonas sagt seine, Björn wird sagen seine. Und wir beide wissen, dass ich es meine. Ich meine deine Idee. Okay, wir müssen es eigentlich da reinfahren. Sollten wir gleich erstmal ein bisschen Platz. Ja, rückwärts am besten. Und dann müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Okay, es gibt ein bisschen Druck. Wir machen aber in Ruhe weiter.
Bis dann. Wir sagen, im Planar ist geschrieben, eine Seilwinde an die Anime. Haben wir aber keine Lösung für die Platte, weil mir sonst das Blech rausreißt bei diesem Ding. Du hast keine Lösung. Du hast gerade hier eine Lösung für jede Metalllösung. Könnt ihr das Rad da auch gerade machen? Ja, du, weißt du. Ja, dann macht der. Das also entweder fotografieren lenken, oder. Gut. Jetzt bis zum Anschluss. Also, wir haben leider keine Seilwinde am Anhänger direkt dran. So dass wir alternative zu alternativen Methoden ausweichen müssen. Seilwinde ist auch im Plan. Janak, du hebst das ganze Auto dann hoch. Lauter Chefs, wie man sieht, bei Genesis Import. Da muss hier werden. Wir haben genug Platz für Zelte hier. Weiter sind die Männer noch. Wo soll das Zelt denn jetzt? Ah, hier. Und hier hast du so viel Platz. Leon, hast du hier? Der Showroom? Ja. Hör auf zu filmen, die beste Szenen bis jetzt. Und dann gibt es mal die Geburt. Das ist schön. Also Leute, nochmal ein Tag vorbei vom Aufbau. Wir waren heute mit Johann, Joachim und Rohr relativ kurz da. Wir stehen hier natürlich, weil wir erstmal nicht rausgehen können. Unser Ram steht ein paar Meter weiter und wir dachten, wir wollen uns kurz ausruhen und haben eigentlich keinen Stress jetzt momentan und essen noch Pringles währenddessen. Genau. Aber was wir eigentlich heute geschafft haben, die Banner sind gekommen, die sind gestern oder vorgestern komplett gekommen. Wir haben hier die komplette Haupthalle quasi mit Banner vollgeklopft. Also wir haben hier zwei Banner auf diese Rollertüren. Rechte Seite, vordere Seite und linke Seite komplett aus Südafrika-Bilder, aus unserer letzten Reise. Dazu haben wir die Ständer noch beklebt mit so Genesis-Banner. Wir haben endlich mal unseren Rahmen hier. Da habt ihr gesehen, wie wir den runtergetragen haben. Witzigerweise, wir haben auch quasi die Pritsche auf dem Anhänger transportiert und haben es quasi hier abgenommen. Ich habe es leider nicht aufgenommen, aber es lief ziemlich witzig, weil wir haben natürlich alles erstmal gelockert, Bremsen halt losgemacht und wir haben so einen Kippanhänger, wie ihr wisst. Und ja, ein paar Leute haben sich da hinten hingestellt und der Anhänger hat angefangen zu kippen und dann drei von uns mussten halt versuchen, so schnell wie möglich den Anhänger, die Pritsche halt festzuhalten, während sie eigentlich schon runter am Rutschen war. Es hat am Endeffekt funktioniert, nichts ist kaputt gegangen und wir hatten die Pritsche unfassbar schnell vom Hänger runter. Also lief richtig gut. Wir mussten erstmal durchschnaufen, dass Joachim nicht gestorben ist, weil der war natürlich auf der falschen Seite von der Pritsche. Und wir haben ihn fast überrollt, aber es lief alles gut am Ende. Faxen auf Arbeit. Wir haben hier, wie ihr seht, Bildschirm hier, Bildschirm da vorne, was wir aufgebaut haben. Hier unsere Haupttheke. Wir haben relativ viele Pflanzen. Eigentlich habe ich Savannah-Pflanzen bestellt, aber ich habe so eine Art Dschungelbuch quasi Pflanzen bekommen. Aber wir werden damit arbeiten. Also wir werden das Beste draus machen. Hier haben wir noch, da muss ich unterm Banner gehen und gucken, dass ich nichts... da ist natürlich ein Tisch. Das wird unser Händler und Kaffee bzw. Bierecke. Wir werden unser Fass hier, unsere Zapfanlage hier haben. Wir haben Kaffeemaschinen. Wir haben unsere Snowmaster Kühlboxen. Also so eine bisschen schönere Chill-Ecke. Nämlich vom Chef wurde gesagt, das soll keine Ekel-Ecke sein mehr.
weil die letzten Jahre haben wir einfach unser ganzes privates Zeug hier getan. Es gab halt relativ durcheinander, weil jeder irgendwie sein Zeug bringt. Wir hatten halt sehr viele Gäste, die gekommen sind. Dieses Jahr dadurch, dass es auch einen Händlertag gibt und wir diese Ecke auch nutzen wollen für so eine Art VIPs, mit denen wir ein bisschen in Ruhe quatschen wollen, werden wir hier alles schön und gut aufgeräumt halten. Mal sehen, wie lange es hält. Mittwoch ist sowieso Händertag, da werden wir auch ein paar Gespräche hier führen müssen. Wozu ich kommen wollte, wir haben eigentlich die Banner hier aufgehängt. Hier haben wir die Fenster nicht verdeckt, was eigentlich ziemlich geil ist. Ich liebe dieses Bild. Guck mal, die Elefanten und das Zebra da auf der anderen Seite. Ich finde, das ist so ein Ausblick halt für die Mittagspause. Hier auf der anderen Seite haben wir leider noch nicht so viel. Wir haben das ganze Zeug hier aufgebaut. Wir haben die zwei schönen Banner von Laser. Hier haben wir noch einen Banner von Laser mit dem D-Max. Das ist quasi der neue Defender, einen neuen Hilux. Und auf der anderen Seite haben wir Snowmaster. Und auf der Tür wieder Laser. Wir haben Banner außen, quasi so Stehbanner noch aufgehängt oder angefangen aufzubauen. Leider ist das Aluminium da oder das ganze Gerüst dort ist relativ schwach und wird wahrscheinlich mit dem Banner aufgehängt nicht den Wind oder die Wetterkonditionen standhalten, egal ob wir es am Boden befestigen. Deswegen da müssen wir eventuell irgendwas überlegen, ob wir es quasi ein bisschen verstärken oder einfach jeden Tag die Banner abnehmen, weil es sind so Reißverschlussbanner laut Joachim und Papa und es soll relativ einfach gehen. Ja, aber sonst, ich glaube, es ist ein erfolgreicher Tag heute gewesen. Morgen kommen noch ein bisschen Feinschliffe. Wir müssen die Banner hier vorne noch ein Stückchen rüberziehen. Wir müssen gucken, dass alles ein bisschen besser positioniert wird. Und natürlich die Pflanzen positionieren. Am Samstag kommt hoffentlich das Hackschnitzel, sodass wir draußen anfangen können, alle Fahrzeuge zu positionieren und natürlich unsere ganzen Stationen mit den Tablets. Die Jungs in der Werkstatt sind gerade dabei, so eine Art Boxen für unsere Tablets zu bauen, damit sie zum einen nicht hin und her bewegen, dass keiner irgendwie am Computer kommen kann und den ausschalten kann, damit alles eigentlich relativ sicher dann abläuft. Also, das ist Tag... Ach, ich weiß nicht, was für ein Tag es mehr ist, aber es ist heute irgendein Wochentag, kurz vor Bad Kissingen. Also, bis dann. Oder Jörn, willst du noch was sagen? Nö. Nee? Nö. Ja, danke fürs Essen, Papa. Genau, danke. So danke. Guten Morgen, es sind 3 Tage, glaube ich, vor der Messe. Heute ist Samstag. Eigentlich für uns der letzte Aufbautag, das ist quasi war unser Stichtag, um quasi alles fertig zu kriegen. Letzter Meilenstein quasi für uns. Mikola ist heute mitgekommen aus dem IT-Büro, der quasi baut alles jetzt auf, die ganzen Ständer mit den Tablets und die Computer. Mama ist auch gekommen, damit wir natürlich halt einen Schönheitstouch überall kriegen, weil... ja, da sind wir einfach nicht so ganz die Besten dran. Was wir gerade machen, ich bewege die Fahrzeuge mit Papa nach Plan. Wir haben natürlich einen 3D-Entwurf gemacht, den ihr hoffentlich schon gesehen habt. Wenn nicht, Simon schalt's mal hoch. Und wir werden jetzt erstmal quasi alles nach dem 3D-Entwurf hinstellen und dann darüber diskutieren, ob es quasi irgendwas anders dargestellt wird, quasi bewegt werden soll. Wir haben den Hilux hier mit der 180 Markise. Den Edge-Out müssen wir jetzt positionieren und eins nach dem anderen wird alles quasi dann in Form kommen. Innen drin ist fast alles fertig. Wir müssen natürlich noch die Feinschliffe alles aufräumen, die ganzen Werkzeuge dann in den LKW packen. Aber das wird hoffentlich heute stattfinden. Wir haben auch natürlich genug Getränke gekauft, sodass wir halt gut versorgt sind. Also, bis dann.
Also, wir müssen ein bisschen hier rumschieben, weil der ursprüngliche Plan war, dass der Anhänger direkt am Jiminy verknüpft ist. Ist natürlich nicht so ganz ideal, weil die Positionierung ist nie so wirklich ganz da, dass der Anhänger direkt am Jiminy dran sein kann, halt vom Winkel einfach. Jetzt müssen wir gucken, weil der Jiminy hat ja die 2 Meter 270 Grad Markise, ob wir die offen lassen können, was wir natürlich möchten, weil es ist ein neues Produkt, das müssen wir zeigen. Und der Land Cruiser ist geplant hier direkt vorne, weil er sieht auch mega geil aus. Also ich liebe es mit dem Kanisterhalter, mit den Laserlamps oben drauf. Ist eigentlich so ein bisschen wie eine Art die europäische Version vom Thor von Südafrika, mit dem, in dem Papa sich verliebt hat in Südafrika, als wir dort gefahren sind. Bei dem wird aber die Markise nicht geöffnet. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz zu spielen. Aber mal sehen. Ist eigentlich nicht so nach Plan. Ich wollte es eigentlich gerade haben, aber wir werden drüber sprechen. Also, um alles abzuschließen, wir haben die Fahrzeuge positioniert. Es war ein riesen Hin und Her. Ich glaube, ihr habt es ein bisschen gesehen. Wir haben den Anhänger am Anfang hier positioniert. Haben uns gedacht, okay, quasi weil der Jiminy ein bisschen davor stand, der Anhänger war nicht so ganz weit in den Stand rein. Aber wir möchten natürlich, dass der Anhänger zur Geltung kommt, wenn die Leute vorne vorbeilaufen, dass sie den Anhänger sehen. Deswegen haben wir dann überlegt, okay, dann den Jiminy vorne hinzustellen mit dem Anhänger dran und dann den Land Cruiser hinten. Es hat aber auch nicht so ganz funktioniert und geklappt. Und wir haben, glaube ich, jetzt eine relativ gute Positionierung gemacht oder hinbekommen. Bei der man von vorne eigentlich alles relativ gut sieht. Wir haben den Ram natürlich dann positioniert, Laserfahrzeug, den zweiten Genesis Toyota Hilux. Ich zeige euch mal von vorne, wie es dann aussieht. Also hier kann man sehen, wir können relativ gut quasi den Anhänger sehen, den Jiminy, Dachzelt, Markise kann aufgemacht werden, Land Cruiser sieht man noch relativ gut. Wir haben dann quasi noch den zweiten Eingang bzw. Ausgang von hier, weil die Idee ist, so ein bisschen strömt für die Kunden oder für die Besucher, die dann in der Halle auch von einer Tür bis zur anderen, also von der einen Tür reingehen können, von der anderen dann raus. Und hier haben wir natürlich das Laserfahrzeug mit dem Laserscheinwerfer direkt dran, mit der 180 Markise und mit dem neuen Dachzelt. Das wird sicherlich richtig cool sein. Was wir noch gemacht haben, und ich muss sagen, ich stimme da nicht so ganz dazu, aber irgendwann hat man auch keine Kraft mehr, sich dagegen zu wirken. Und halt, natürlich, wenn man mehrere Personen ist, die entscheiden dürfen, da kommt man natürlich zu Unstimmigkeiten. Wrangler steht hier, die James Barrow Dachzelte sind hier drumherum. Und jetzt, was wir gemacht haben, wir haben den Raptor ein Stückchen weiter in die Richtung geschoben. Wir haben diese Stehbanner, haben wir immer noch nicht alle quasi montiert, weil die leider nicht so stabil sind, wie ich eigentlich gehofft habe. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen stabilere Profile sind. Das hat ordentlich viel Geld gekostet, aber ja, an sich sieht es. Ja, also wir haben ein bisschen Angst, dass sie wegfallen irgendwo, wenn es abends dann relativ stark weht. Wir hatten letztes Jahr natürlich, da ist die Messe ausgefallen, weil da so ein starker Wind ist. Wir hoffen, dass dieses Jahr es nicht so sein wird, aber wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Hier haben wir die Pritsche. Wir haben jetzt eigentlich entschieden, dass wir die Pritsche zurücknehmen. Bernd kommt hier hin und wird quasi mit seinem Fahrzeug, seinen umgebauten Canopy Camper. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Amarok oder ein Hilux ist. Werden wir sehen. Aber das ist quasi Bernds Stand für uns, weil Bernd macht sehr viel quasi spezielle Aufträge, die wir selber nicht machen können. Und er ist unser Händler im Raum München. Und dafür
ist ja quasi mein hier, ein guter Freund von uns, der war schon auf mehrere Messen mit uns. Ich mag es sehr, immer mit Bernd Halle zusammenzusitzen, super entspannter Kerl. Also falls ihr wollt, guckt mal Absolut Outdoor, er hat auch ein paar YouTube-Videos, die richtig schön sind. Ein paar richtig geile halt Umbauten von Fahrzeugen, der baut zum Beispiel, ist der einzige von denen ich weiß, der im Wrangler einen Einstieg zum Dachzelt gebaut hat. Ja, aber sonst sieht es relativ gut aus. Innen hat Sibylle halt eine tolle Arbeit gemacht, das sieht richtig schön aus. Wie gesagt, wir haben zwar Savannah-Pflanzen bestellt und ein bisschen Mogli bekommen, aber das sieht trotzdem richtig gut aus. Wir haben noch einen kleinen, was wir quasi, also meine Schuld eigentlich ist. Das nehmen mir auch alle ein bisschen böse. Das werde ich euch aber die Tage mal zeigen und dann versuchen wir eine Lösung dafür zu finden.